Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Going Medieval. Wir haben letzte Folge angefangen, einen Grundstein zu legen, hier einen Weg gebaut, hier ein Gebäude fürs Lager vorübergehend. Hier können Sie erstmal schlafen. Natürlich haben die Vögel sich hier wieder eingebuddelt gehabt. Das ist immer noch nicht aus dem Spiel entfernt worden. Musste hier einen Hang hinbauen. Weil einer war hier unten eingesperrt, einer war hier oben auf einem einzelnen Fels eingesperrt. Hier musste ich einen Hang hinbauen, weil es hier oben ein Haustier lag. So, dann habe ich als erstes für uns mal hier, so sollen die hängenden Gärten aussehen. Dann kommen da noch Etagen oben drüber. Das ist erstmal nur der Grundriss. Dann werden wir jetzt laufen lassen. Gucken, dass. Ich habe hier den Großteil erstmal abgebrochen, weil die sich ja in einer Tour selbst einbuddeln. Wenn man da nicht aufpasst. Ups. So. Mal aufpassen hier, weil wenn. Müssen wir da direkt für einen hinschicken. So. Ich dachte, wir stecken jetzt grob erstmal ab. So, ja, Kalkstein haben wir ja nicht. Bau. Also ich habe das hier ein bisschen geändert. Wer hat denn jetzt Bau? Da, Bau. Er, Jonathan, Osfram und Warp. Ah, Bau zählt natürlich auch hier dazu. Warte, es gibt auch noch Anfertigung. Bauschandel. Einsamer Reisender. Ein schlaksiger Hausierer leert seinen Rucksack und breitet eine Auswahl an Kuriositäten auf einem Leintuch auf dem Boden aus. Ich kaufe und verkaufe Dinge, die mir unterwegs auffallen, sagt er mit einem schiefen Lächeln. Schaut sie euch an, wenn ihr wollt. So, anfertigen. Anders. Ja, hier kommt alles bei allen auf zwei. So, wo ist der Händler? Da, wo ist denn das? Ach, das ist ja noch ewig weit weg. So. Aber jetzt brauchen wir eigentlich auch noch nicht handeln. Ach, und hier unten kommen sie nicht hin. Da ist ein Busch drinne. Also muss ich hier ausheben. Reinbauen, dann können sie den Busch entfernen. Da. Keine Erde. Dabei ist hier. Ja, gut, die bauen jetzt erstmal den Lehm ab. So, da ist der Händler. Können ja trotzdem mal schauen, was er dabei hat. Hat einer Redekunst. 5. 2, 12, 15. Redekunst 15, 2 Sterne. So, geh mit dem Handeln. Läuft er weg oder was? So. Setzlinge und Bier. So, Lachsam. Wilde Eier, Gerste. Und wollen wir ihm Gerst abkaufen? Bringt jetzt eigentlich nichts, ne? Der hat einen Hund. Das ist ja cool. Was für einen Scheiß geben wir ihm jetzt? Na, das ist jetzt die Frage. Ja, von dem Essen geben wir ihm mal erstmal gar nichts. Na ja, mal vergessen. Was geben wir ihm? Was geben wir ihm? Ja, da wir ohne Setzlinge spielen, können wir die erstmal alle haben. Ist der Typ überladen? Ja, dann behalt deinen Hund. So.
erstmal. Hier, mach doch erstmal das da. Was hältst du denn davon? Und du? Scheiße. Den da. Also wenn man hier nicht aufpasst. Da kommt sie dran, gut. So. Und jetzt eine blöde, einfache Holztreppe rein. Ja, oder auch nicht. So. Audi. Dann können sie da unten die Pflanze entfernen. Immerhin wollen wir hier eine Straße hinbauen. Muss man auf alles achten. Ja, muss freigemacht werden, ist mir auch klar. Ah, jetzt. Jetzt haben wir keine Erde. Hier ist überall Erde, die sie abbauen sollen. Wir brauchen aber hier das hier oben brechen wir erstmal einmal ab. Laufen die hier noch hin? Noch irgendwas? Ja, hier. Wir bräuchten den Kalkstein zwar gerade, aber es reicht, wenn wir auch erstmal abstecken. Jetzt haben sie hier unten auch wieder Scheiße gebaut. Obwohl, nee, da kommen sie dran. Hier ist eine Treppe. Dann kommen sie hier, können hier hoch und kommen an die Erde dran. Dann haben wir halt nur keine Erde. So. Doof ist, wir brauchen den Lehm hier auch. Wir können ja grob mal abstecken. So, der kann jetzt hier erstmal für immer mal Zweige oder liegen rum. So. Andere wird auch gebaut. Aber für immer. Ein Holz erstmal. Das kann später hinzugefügt werden. Steinmetz. Ja, kein Kalkstein. Hm. So. Keine Zweige. Sollten wir Zweige benötigen, stellen wir hier einfach Bäume. Stehen sowieso im Weg. Muss alles weg. So. Kann da jetzt alle rein? Dann kann die Treppe wieder raus. Und dann können die damit weitermachen. Mal, wo steht die? Ist nicht deren Ernst. Warum steht eine Ebene weiter unten? Oh nee. Dass sie das nach Lust und Laune bauen, ne? Das stimmt. Da liegt auch schon wieder was drin, oder? Nee, warte auf Siedler, okay. Es sieht so aus, als würde da was drin liegen, dann können die das auch nicht bauen. Das finden die ganz witzig. Also wir gucken jetzt lieber erstmal, wie breit der Eingang wird. So.
Das wollte ich 11 breit machen, hier das Haupttor. Und so die Balken ziehen. Und natürlich 2 hoch. Da kommt einer hin. Und da. So. Ist ja nur geplant erstmal. Da einer schon steht, nur noch 10. So. Und ah, okay. Der anderen Seite logischerweise auch. Sag bloß, sie kommen da einfach nur nicht hin. Keine Ressourcen und nicht erreichbar. Manchmal wollen die aber auch einen ärgern. Oh, die halt hier eine Holztreppe hin, Mensch, ist Kinders. So schwer ist jetzt nicht. Nee, gerade beim Klicken hat er gespeichert. Und der fällt immer noch. Also wir müssen das mal langsam abstecken hier, das Gebiet. Wir brauchen einen Keller. Wir könnten ja den Keller erstmal außerhalb. Damit wir auf jeden Fall einen haben. Aber wichtiger wären auch die Gärten. Legen wir davor eigentlich auch einen an? Können wir eigentlich machen, oder? Das ist ein ganz anderer Kram. Dazu. Wir haben noch Landwirtschaft. Oh Gott, wo ist denn das jetzt wieder versteckt? Also normalerweise war hier noch Flachs und alles. Oh Scheiße, die wollen aber bestimmt auch gleich wieder beten und so ein Scheiß, wa? Ästhetik, Schlaf, Nahrung. Naja, geht ja noch. Oh doch. Wir müssen einen blöden Backgammon-Tisch und 2 Schreine bauen. Die können ruhig ein Stück laufen, die stellen wir hier draußen hin. Oh, da. Hab da was zum Beten. Aber das mit den Feldern. Wir haben ein Lagerfeuer. Im normalen Forschungstisch eine Schlachtbank. Steinmetz haben wir auch. Aber warum können wir dann... Es sind ja nur Lagerplätze. X-Führung. Ja, wie sollen wir Bier herstellen und Stoff, wenn der Hunger klopft an? Als Audrey ankam, standen ihre Knochen hervor und ihre Haare fielen im Büscheln aus. Die Leute aus Gottesstaat starrten diese elende, hungernde Seele an. Verzweiflung stand Audrey ins Gesicht geschrieben und sie flehte. Würdest du sie einlassen? Ja, die kann reden. Umgang mit Tieren. 27, ja, von mir aus. Ja gut, dann...
Nee. Oben. Hungrig, ja, ist mir ja egal. So. Umgang mit Tieren. Oh, Tierhaltung. Da die ja sonst das Ganze da machen. Ne, warte mal. So reicht ja. Gesund pflegen können ja alle. Hat ja nichts damit zu tun. So, ja, also. Platz 11. Bau 5. Panik 6. Dann machen wir Bergbau ein hoch. Kochkunst ein hoch. Und fertigen auch auf 2. Müden, Zimmerhandwerk, Schneidern. 10 Sterne, aber so. Intellekt. Untätig aus Terminplan. Bieren einfügen. Warum, wenn wir Landwirtschaft freischalten, warum haben wir dann nicht die anderen Felder? Oder hat das wieder einen eigenen Reiter? Und ich sehe es ja nicht. Kohlfeld, Johannisbeerfeld. Und Bäume. Wo sind denn die anderen Felder hin? Das ist sehr ärgerlich. Okay. Haben sie jetzt hier unten den eingesetzt? Ja, haben sie. Dann können sie da direkt einen rübersetzen. Hier muss eine blöde Treppe hin. Und wenn sie... Den können sie von oben machen. Wenn sie die hier abreißen, das ist natürlich jetzt nicht so gut. So. Bauphase, warten auf Siedler. Ja, könnt ja ruhig mal einer machen, ey. Oh, kann nicht begonnen werden, da zuerst frei... Oh, ist nicht deren Ernst. Liegt doch was drin und deswegen können sie es nicht bauen. Oh, nee, ey. Muss es bauen, abreißen, bauen, abreißen. So unfähig sind. Bau misslungen, wird immer besser. Aber wenn sie den da auch hingesetzt haben... Hier jeden einzeln machen, ist auch nicht wahr. Will die sich in einer Tour einbauen und einen Scheiß liegen lassen. Machen wir jetzt erst die Ecken hier. So. Ah, wir haben jetzt Wein. Der Fruchtsaft wurde zu Wein. Was ist denn jetzt schon wieder? In der Erde. Also, mach mal. Die kann wieder weg. Das müssen wir schon auffüllen. Hier müssten wir eigentlich noch das Lehm entfernen. Kriegen wir jetzt noch Erde her. Dann baut das ab und dann darunter die Ebene. Aber erst ganz vorsichtig die Ebene da. Warte, am besten erst da anfangen. Die kriegen das ja, die haben da so eine... Warte mal, die kommen dann nicht drauf. Also die können nur
auf diese Ebene und es von hier abbauen. Dann dürften sie sich ja eigentlich nicht schon wieder einbauen. So. Brauchen Erde. Jede Menge Erde. Oh, guck mal, hier ist auch. Da kommen sie auch hoch. Können sie die auch erstmal wegreißen? Das hier. So. Die Ebene geht auch. Da kommen sie von unten ja dran. Und noch irgendwas Erhöhtes. Wie hat sie das denn hingekriegt? Da steht auch schon wieder wer. Oh, Mädel, ey. Das ist noch ein bisschen tricky bei dem Spiel. Die bauen sich in einer Tour. Buddeln die sich da ein. Naja, jetzt hat die natürlich kein Holz. Jeden, ja, so ein Scheiß. Aber der hat Bauen. Guck mal. Bereits anderen Siedler zugewiesen. Alba. Schafft Ressourcen. Ja, wir auch hoffen, du. Jetzt müssen wir hier überall treten, warum wir die unfähig sind. Aber die können wir ja stehen lassen, weil da können wir noch weiter runtergehen. So. Hier können wir, ach ja, können wir ja nicht anpflanzen, weil wir keine Pflanzen haben. Verstehe ich nicht. Ja, dann machen wir jetzt halt Johannisbeeren. Lass mal am Weg ein frei. Ach nee, das sind jetzt einzelne Felder. Das ist ein Feld. Abreißen. Nicht wahr? Oh. Jetzt habe ich da wieder keinen freigelassen. Zwei Johannisbeerfelder. Dann machen wir hier vorne jetzt halt cool. Ist doch schon wieder irgendwas nicht. Doch, die stehen auf derselben Ebene. Ach, das Feld müsste ein weiter nach innen, also noch zum Weg. Aber das sieht ja gar nicht gut aus, dann machen wir das nur so groß. Achso, Priorität, ja. Die da anbauen sollen. Naja, das hier vorne auffüllen mit Erde geht auch nicht, da wir erst das hier machen müssen. Hier wieder schön langsam. Das werden die ja wohl hinkriegen hier so, oder? Passt.
Ja, natürlich nicht. So, die beiden Ecken da könnten wir auch machen. Ja, wieder keine Erde, war ja klar. So. Hier geht's runter, okay. Ist eine andere Ebene. Hier ist sauber noch. Da kommen sie auch hin. Oh. Will man eigentlich nur in Ruhe was bauen? Dann sowas. Und zum Henker bauen sie den da nicht. Planungsphase. Komm mal her hier. So, du da. Oh, die haben da schon wieder was hingelegt. Das sind so Hornochsen, ey. Ist nicht wahr. Die packen manchmal Sachen, die da liegen. Wenn sie hier einen bauen sollen und hier was liegt, packen sie es dahin. Und dann will da einer. Baut da natürlich keiner, sondern packen es erst dahin. Hey, die bauen immer nur jeden zweiten. Nee, ganz witzig. So. So. Scheiße. Falsche Ebene. Hier, da hat keiner Lust zu, oder was? Naja. Oh, wir brauchen einen Platz für Müll. Machen wir hier hinten. Ist schon hoch. Zählt zu Abfall auch Asche. Jo, cool. Johannisbeer ist auf dem Lagerplatz verrottet zu Gemüse. Scheiße. Das fängt schon an zu vergammeln. Haben die alles weggefressen? Oh Gott. Die Bücher vergammeln. Boah, ich wollte nicht den ganzen Tag Lagerhäuser bauen. Oh. Bücher, Medizin. Minus Futter. Sehr hoch. Holzboden drunter. Dach drüber. So. Da Balken zwischen. Dach drüber. Warte, die wollen ja bestimmt auch ein Dach haben. Oh. Aber reißt man deren Laufstätte sowieso ab. Zweige, ja. Verbotene Zweige. Hier liegt überall noch Kram. Was soll denn das? Also, ein Balken. So. Den hat er nicht akzeptiert, eben. So, wir brauchen weder Wände noch eine blöde Tür. Was liegt da denn alles? Eichensetzling. Zweige, wird immer mehr.
Mal im Ernst, Alter. Transportier zum Lagerplatz. Mir scheißegal. Bau das Ding jetzt hier. Ja, Bau deaktiviert. Ich gehe kaputt. Der baut schon irgendwas. Hier, Bau 2. Transportiert nur zum Lagerplatz. Deaktiviert. Ja. Bau 11. Schafft Ressourcen. Ah, geht doch. Der kann das. Mein. Dieses Loch hier jemals zu kriegen. Die hier einzeln setzen, ne, ist nicht wahr. Immer so, dass sie den Scheiß irgendwie noch wegkriegen. So. Der wurde gesetzt hier. Das abreißen und danach das und die Treppe. So. Das war jetzt echt wirklich noch. Alter, wie viel fressen die denn? Wir hatten 2000 Nahrung. Wir sind erst bei Tag 9. Wie viel fressen die, Alter? Das ist ja nicht normal. Früher wäre man damit ja ewig hingekommen. Oh, wir müssen viel mehr anbauen. Das ist ja nicht wahr. Dafür, dass es hier ohne Angriffe ist, können wir nicht mal in Ruhe bauen. Ich wollte einfach nur gemütlich bauen. Jetzt hier vorne eine Wand ziehen, machen sie die natürlich als erstes. Obwohl, wäre eigentlich auch egal. Sonst was mit dem Essen überlegen, das geht ja gar nicht. Warum haben, also könnt ihr ja, habt ihr das Problem auch, wurde das irgendwie geändert? Dass es jetzt nur noch 2 gibt, aber wie kriegen wir dann Lachs und Gerste? Kriegen wir das erst hier hin, dann beim Brauen? Haben sie doch nichts geändert. Ich nicht. Das braucht man ja eigentlich auch nicht. Bildhauer. Das ist ja nicht wahr. Warum ist das jetzt weg? Das Pflanzenfelder frei, ja. Wo sind die alle? Also wir haben ja Platz zum Anpflanzen. Bin ja nochmal hier. Will ihr es ja witzig finden. Sie mal die Bücher hier reinräumen. Dann liegen sie wenigstens auch nicht mehr auf dem Fußboden. Nicht überdacht. Willst du mich verarschen? Nicht überdacht. Oh ja. Die bauen sich erst. Ich habe das hier zuerst gemacht und die bauen trotzdem erst das da. Das ist ein faules Scheißpack. Wir müssen dann noch, brauchen jetzt echt einen Keller. Nach 9 Tagen nichts mehr zu essen, das kann nicht wahr sein. Jetzt
Müssen wir hier ein Loch buddeln, nur um es hinterher wieder zuzuschütten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Ja, auch nicht zu weit weg sein jetzt. Er ist doch ärgerlich. Das ist bestimmt, weil diese Dreckshunde das fressen, ne? Ja. Diese Dreckshunde fressen kein Tierfutter. Die fressen unser Essen weg. Also von denen das. Ist doch nicht wahr. Das ist ja doof. Ja, können wir auch nicht einstellen. Warum ja, sonst schlachte ich die Viecher halt. Das ist ja jetzt ärgerlich. Was ist, wenn ich die verpackten Mahlzeiten verbiete? Die Siedler essen die dann nicht. Die essen dann Bären und alles. Aha, machen die ja nicht. Wir haben ja nichts, weil wir das erst noch anbauen müssen. Oh. Das mit den Pflanzen und den Hunden ist jetzt 10 von 10 ärgerlich. Warum haben wir keine anderen Felder? Also normalerweise waren hier mehr aufgelistet. Flachs, Gerste, Dunkelrüben, Karotten, sowas halt. Das ist ja jetzt. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wir haben noch Landwirtschaft extra freigeschaltet. Ja, also wenn ihr das wisst. Lasst es mich gerne wissen, weil so macht das ja gar keinen Sinn. Weil wir können ja Alkohol können wir knicken. Können wir nicht anbauen. Wir können keine Klamotten herstellen, aber kein Flachs anbauen können. Und ich bezweifle, das war. Da müssen wir ja ewig viele Felder hier anbauen. Maximaler Ertrag nach 14. Hier nach 19. Wir brauchen super viele Kohlfelder dann jetzt. Aber 14 Tage reicht sowieso nicht. Also bei uns diese Köter das Essen wegfressen. Ich verbiete jetzt alle Nahrungsmittelpakete. Bin mal gespannt, ob die Köter das dann auch noch essen. Ach, wieso denn Oh nein. Echt, jetzt komm, leck mich.
Also, bin gespannt, ob die das immer noch fressen. Dann sammeln wir hier einfach Pilze. Und hier waren noch ganz viele Johannisbeeren. Dann essen jetzt die ist doch egal, welches Kochmaterial, ne? Eine Mahlzeit. Ist natürlich für eine Mahlzeit 24. Dann sollen die halt diese Sachen roh fressen, also mal im Ernst. Ob die mich hassen oder pengen, aber... wir stellen einfach auf alle Nahrungsmittel. Doch, du hast Tierfutter, ne? Und die fressen das nicht. Also, dass die in den Gehegen, die Schweine, Wildschweine, Kühe, Rehe und so, das fressen, ist schon klar. Aber die Hunde müssten das doch auch fressen. Das sind ja nun Tiere, ob die ein Haustier sind oder ein Stalltier. Es ist ja Tierfutter. Dann heißt ja extra Tierfutter. Hab ja extra da, deshalb welches mitgenommen. Was ist das überhaupt? Das Tierfutter. Ah, das steht hier drüben. Oh, keine Ahnung. Wird zur Fütterung von Tieren verwendet. Ja, Hunde sind auch Tiere. Keine Ahnung. Und was das mit den Feldern soll, weiß ich auch nicht. Den Pächer müssen wir neu anfangen. Müssen wir aber auch hier mal speichern. Dann müssen wir mal sehen, ob die Felder auftauchen, weil dann gucke ich mal in einen anderen Spielstand, aber da hatte ich die Felder. Ich habe gestern ja geguckt, ob die Einstellungen so passen. Jetzt müssen wir mal in Einstellungen gucken. Aber das war die, was ausgemacht haben, dass wir Samen benutzen müssen. Ja. Um anzubauen, kann es ja nun auch nicht sein. Ich glaube, hier unten ist irgendwo Samen. Verwende Samen für die Aussaat. Es wird empfohlen, diese Option aktiviert zu lassen. Diese Option deaktiviert ungenutztes Saatgut auf der Karte angezeigt. Die Siedler sehen dann an Orten, die als Nutzpflanzenfelder ausgewiesen sind. Wo die Pflanzen automatisch wachsen. Um ein Nutzpflanzenfeld freizuschalten, musst du Samen erwerben. Ha. Echt jetzt? Wir müssen also einen Karottensamen, einen Gerstensamen von irgendwem kaufen, damit das freigeschaltet wird oder was? Das ist doch jetzt voll doof. Ich habe ja extra Samen ausgestellt, damit wir genug anpflanzen können. Ah, wahrscheinlich müssen wir einfach neu anfangen. Dann spiele ich so weit, wie wir jetzt sind. So, mal schauen, wie wir das machen.
Jetzt hat er die hier übereinander gestellt, ist nicht wahr. So. Ich bin mal gespannt, was die dämlichen Köter fressen. Nicht hungrig. Hier an die Nahrung und ich schlachte dich, ganz im Ernst. Wenn die jetzt trotzdem unsere Pakete wegfressen. 592 Mahlzeiten haben wir, die sind alle verboten. Wenn dann da welche fehlen, waren es die Hunde. Dann essen die die trotzdem. Echt hier, guck sie an. Was hat denn der dann gemacht gerade? Mal im Auge behalten, was die hier für einen Scheiß fabrizieren. Ist nicht deren Scheiß ernst. Die bauen die Wände von innen. Was für ein Dreckspack. Es ist ein super schönes Spiel, aber das kriegen die gar nicht auf der Reihe. Ist es noch im Early Access? Daher kann es noch sein, dass sie das noch beheben. Aber das ist das einzige Problem, was seit Anfang des Spiels gibt. Wenn du denen sagst, hier bau, keine Ahnung, bau das so ab. Ja. Bau das so ab. Kriegen die das hin, dass sie mittendrin irgendwo stehen. Ah, ja, wolltest du jetzt abbauen, wa? So gedacht. Ja, mit den Pflanzensamen, ja. Wir spielen ohne, müssen trotzdem welche kaufen, also. Macht jetzt schon keinen Spaß mehr. Ich wollte mit euch das ganz gemütlich. Ich wollte eine Stadt hinbauen. Aber dafür müssen wir ja sorgen, dass sie nicht bis dahin verhungern. Ganz im Ernst, dann fressen die nur noch Kohle. Ist mir jetzt auch egal. So, ein Kohlfeld. Johannisbeerfeld. Dann bauen wir in der nächsten Folge halt einen dämlichen Keller, damit wir es kühl kriegen und das Essen haltbar ist. Und trotzdem die Stadt, aber die fressen halt dann nur noch Rex, Kohle und Rüben bis ein dämlicher Enten hier, also Kohle und diesen Johannisbeeren. Bis ein dämlicher Händler irgendwann vorbeikommt, dann kaufen wir dem Samen ab und dann bauen wir hier die Gärten erst weiter. Sehr schade. Aber lässt sich ja gerade irgendwie nicht ändern. Außer ihr habt da einen Tipp, dass man das irgendwie anders beheben kann. Dann kann ja nicht sein, dass jetzt hier alle Felder fehlen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier dieses Schwachsinnsloch endlich versuchen vollzukriegen. Den Weg abstecken. Also nur grob, weil wir haben ja keinen Kalkstein abgebaut. Wir müssen irgendwie hier zusehen, dass wir das abbauen und dann Erdach halt abbauen, irgendwie im Berg. Nur um es wieder aufzufüllen. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.